So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu ja, Creative Server Let's Play from the Mind Test. Genau. So. Ich hoffe mit Audio und so passt alles. Ich habe nämlich vor 2 Tagen seit langem mal wieder meinen Rechner gestartet. Ja. Siehst du? Ob hier auch alles sauber fließt. Doch, sieht gut aus. Okay, dann genau. Jo. Was wollten wir tun machen? Wir hatten ja ein paar Sachen aufgeschrieben. Warte mal eine Sekunde. So, und zwar Desert Stone und Silverstone müssen wir suchen. Da müssen wir also dann nochmal in die Wüste gehen. Desert und Silver. Okay. Das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Das war ja eine rote Wüste, oder? Wobei, nee. Die vor der roten Wüste war erstmal eine normale Wüste. Das heißt, wir müssen eigentlich alles bekommen. Mit Silverstone ist die Frage, weil Silverstone kenne ich gar nicht. Ich kenne halt Silver Sand. Aber ich glaube mal, aus dem Silver Sand kann man Silverstone machen. So war das irgendwie. Können wir dann nochmal nachgucken. Genau, wie gesagt, Desert Stone ist ja ganz normale Wüstengestein, was man halt in der Wüste findet, halt. Hatten wir auch schon abgebaut gehabt. Wir müssen halt nur noch mal gucken wegen Silver. Silver. So. Das ist Silverstone. Und den machen wir nur mit Compressing. Oder kann man den auch noch irgendwie anders machen? Ja, nee, wahrscheinlich wirklich nur mit Compressing. Genau, das ist nämlich das, wofür wir hier ne, mit der Komprimierungsanlage, die wir hier diese ganze Technik, was wir machen wollten. Da werden wir dann wohl nicht drum herum kommen. Die Frage ist, gehen wir jetzt gleich direkt zur Wüste oder machen wir erst mit der Technikanlage? Weil für die Technikanlage wiederum brauchen wir erstmal noch Ressourcen. Oh. Da brauchten wir ja erstmal irgendwie, da wollten wir uns ja die Mine ein bisschen weiterbauen, damit wir da ein bisschen an Ressourcen kommen. Das könnten wir natürlich per se auch machen. Erster Werdegang, erstmal hier ein bisschen das Inventar entleeren. Schmeiß hier erstmal alles rein. Ja, ein bisschen Silver Sand haben wir schon, wie gesagt. Bringt uns ja nicht allzu viel. Tja, wir könnten auch so eine Lehmblöcke benutzen. Die haben tatsächlich auch eine relativ brauchbare Textur. Was wollten wir überhaupt benutzen? Ne, Momentchen mal. Das hier wollten wir und dann Silverstone. War das echt hier? Weil der hat halt kaum eine Textur. Da würde sich dann ja Lehm vielleicht doch ein bisschen mehr an. Weil ich meine, das Ding hat eine Textur, sieht man so ganz leicht. Dann würde sich Clay vielleicht doch anbieten, weil Clay hat auf jeden Fall eine bessere Textur. Der hat eine richtig schön kräftige Textur. Andererseits dafür Clay verschwenden, ich weiß ja auch nicht. Weil wir haben halt hier massig Clay, ne? Also die Menge wäre nicht das Problem. Nur, dass wir halt danach dann nicht mehr so viel haben. Hm, das wäre halt das Problem. Ja.
Das schön. Ach so, siehst du, jetzt weiß ich gar nicht, kann man Clay überhaupt zuschneiden? Nee, siehst du, kannst du nämlich nicht zuschneiden. Okay, gut, na, dann bringt das gar nichts. Dann müssen wir also wirklich dieses Cobblestone benutzen. Quatsch, dieses Silverstone. Und dafür brauchen wir die Komprimierungsanlage. Okay. Dann, Generator haben wir schon mal. Dann wollten wir gucken wegen dem Kompressor. Ach, ich gehe immer mal direkt den Kompressor. Mittelvolt? Nein, Low Volt, genau. Da brauchen wir eine Spule und ein. Was? Achso, oh, ja. Stimmt, genau. An das Rezept kann ich mich sogar erinnern. Also zumindest an den kann ich mich erinnern. Ach so, ja klar, den haben wir hierfür gebraucht. Ha. Ja, das heißt, davon brauchen wir auch nochmal einen. Dann halt Spule, oh, Silber. Das wird aber ganz schön teuer. Das hier geht. Okay, das geht auch. Gott, das ist schon schwieriger. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal hiervon ein paar Dinger. Ach, Plastikschienen. Na gut, okay, das geht ja. Davon haben wir massig. Okay, das heißt, das wäre kein Problem. Das ist sowieso kein Problem. Das geht auch. Und hiervon haben wir sowieso schon eingemacht. Das heißt, da wissen wir sogar, wie es geht. Probieren wir einfach mal. So, das heißt, zuallererst nehmen wir mal ein bisschen Plastik raus und machen daraus mal solche Dinger hier. Aber ja klar, danke dafür, du Hurensohn. Nein. So, 28, 32 sieht gut aus. War klar, zwei müssen wieder aus der Reihe tanzen. So, dann brauchen wir Silber, hatten wir, oder? Nicht viel, aber genau. Silber war eins von den Sachen, die wir hier zuletzt gefunden hatten. Brauchen wir zweimal Silber, oder? Momentchen mal, wir brauchen hier zweimal Silber aus. Eins oder bestimmt bekommt man bereits zwei. Das heißt, wir brauchen zweimal Silber, zweimal Kupfer. Okay. Von Kupfer brauchen wir also ein bisschen was. Dann brauchen wir auf jeden Fall Stahl. Und dann gucken wir mal. So. Das heißt, Silber machen wir erstmal nur zwei. Kupfer machen wir eher. Oh, das war Bronze. Das ist mir jetzt bei der Farbe nicht aufgefallen, das ist so viel zu dunkel. Moment mal, ich habe gar keine Kupferbarren. Ja, gut. Kann ja mal passieren. Ich mache aber erstmal nur ein. So. Kupfer haben wir auch. Dann brauchen wir Stahl und. Achso, okay, wir brauchen noch einen. Oh nein, der hätte ich mal verwenden können. Ach, scheiße. Genau, ich brauche den auch gleich. Dann brauche ich doch noch mal Kupfer. Dann mache ich erstmal die Batterie. Hä? Oh, ich hatte. Wow. Hab die ganze Zeit hier massig Kupfer bei mir. Na gut, dann kann ich jetzt mal doch einschmelzen hier. Wobei. Ach nee. Warum? Kann ruhig da drinnen bleiben. So. Genau.
So, das heißt, wir brauchen nochmal zweimal Plastik-Sheets. Hier haben wir doch. Nee, ist Papier. Moment, ist das Papier oder Plastik? Plastik. Ja, hätte ich die mal also gleich wegwerfen brauchen, denn wir brauchen sowieso noch welche. Achso, außerdem hatte ich eh einen unvollständigen Stack. Alter, wie viel Plastik? Ey, wir haben hier noch mehr Plaste. Lol. Ah. Also Plastik haben wir sehr viel. So, das Ding müssen wir jetzt einmal komplett fertig bekommen, richtig? Ja, das war natürlich grandios. Perfekt. Haben wir zwei Batterien. Ah nee, ah, das ist ein Motor. Ich dachte gerade, wir haben eine Batterie gebaut. Ja gut. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal den Motor. Dann brauchen wir noch mal so ein Ding. Dafür brauchen wir wieder dieses komische. Was waren das? Das hier. Oder bevor ich jetzt hier Müll mache, Gusseisen. Ach, das Zeug mit der Braunkohle. Okay. Wobei, da gab es ja auch noch ein viel kürzeres Rezept. Gab es da nicht ein super einfaches Rezept, was wir gefunden hatten, irgendwie? Ach, direkt kochen. Okay, ja, genau. Ja. Da brauchen wir wieder 8 Stück für. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nice. Dann brauchen wir noch einmal Gold, richtig? Brass. Okay, da brauchen wir Zink. Ah, das Zink wird uns später ausgehen. Das weiß ich jetzt schon. Und Kupfer brauchen wir doch ein bisschen mehr. Wisst ihr was? Dann schmeiße ich den hier doch einfach mal rein. Bam. Und Zink, genau. Oh Gott, wir haben noch zweimal Zink. Dann schmeiße ich doch erstmal nur einen rein. Gott, warum brauchen wir so viel Zink? Warum haben wir so wenig Zink? Das gibt's doch gar nicht. Ah, komm auch hin. So, Dankeschön. So, jetzt brauchen wir, das müssen wir jetzt aber erneuern. Da rein, da rein. So, hä, hatten wir schon welches? Oh, wir hatten bereits welches. Ja gut, das kann ja mal passieren. So. Nichts passiert. Das geht leider nicht. Hä? Oh, doch. Dann kommt immer her. Dann bauen wir so jetzt noch mal so ein Chor. So ein Hardcore. So, dann brauchen wir noch das hier. Davon hatten wir aber noch welche. Und, genau, klar, genau. So, dann brauchen wir noch diese Dinger. Da brauchen wir jeweils. Ach so, halt, wie viele bekommt man da raus? Ach, diesmal bekommt man bekommt mich wieder zwei. Okay. So, brauchen wir ein bisschen Cobblestone. Ein bisschen kein Holz mehr da. So. Bam. Ach, boah, ich bin auch bescheuert. Ja, ich wollte erstmal diese Dinger hier bauen. Perfekt. Dankeschön. So, jetzt kann das Zeug wieder da oben rein. Dafür brauchen wir Cleanstone. Du kommst da unten rein. Und jetzt kommt der letzte Schritt.
Yay, wir haben einen Kompressor. Wir brauchen definitiv noch einen Keller, wo wir dann so richtig LV-Anlagen hinbauen und sowas, weil ich weiß nicht, wie ich das hier unterkriegen soll. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch einen Keller bauen. Für Technik und so. So, das heißt. Ach Scheiße, nein. Wir brauchen noch diesen komischen Controller. Perfekt geschrieben. Nein, das nicht. Machen wir mal so. Wie hieß das Ding denn? Hatten doch hier irgendwie. Hieß das Ding nicht Controller? Das Ding hier. Schaltanlage. Wow. Okay, da, ja, boah, da brauchen wir auch wieder so ein Ka Alter. LV-Kabel haben wir. Kupferbarren haben wir. Trafo haben wir nicht. Was ist das denn hier? Uran, ja, leck mich am Arsch. Stromumwandler. Witzige Namen haben die hier. Okay. Das heißt, das Ding bekommen wir relativ easy wieder hin. Muss ich halt nur nochmal welches hier reinschmeißen. Ich glaube, ich schmeiße gleich den ganzen Stack rein. Das geht ja mal gar nicht. So, was brauchen wir noch? Kupferbarren haben wir. Das Ding brauchen wir. Brauchen wir zweimal Fiber. Fiber haben wir massig. Da hatte ich ja damals extrem viel gemacht, aus Versehen. Dann brauchen wir Stahl haben wir. Und wir brauchen diese komischen Kupferspulen. Oh mein Gott. Gut, auch wieder Stahlbarren. Dann machen wir. Hiervon brauchen wir. Ach so, halt, warte mal, warte, 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 bevor ich jetzt hier unten Müll mache. Wir brauchen zwei und bekommen. Okay, wir bekommen nur eine. Das ist aber ganz schön teuer. Das heißt, wir brauchen das hier viermal. So. Jetzt kommt ihr wieder raus. Du kommst rein. Du kommst dann. Ja. Hat ja gut funktioniert. So. Jetzt haben wir die Dinge auch. Und mehr brauchen wir. Achso, doch, halt. Also noch die Trafo draus bauen. So, haben wir ein Dingsemonster. Sollte passen. Der ist auch gerade fertig geworden. Sehr schön. Daraus machen wir wieder hier so ein. Was auch immer das eigentlich ist. Ein Machine Casing. Okay. So, das Ding haben wir, das Ding haben wir, das andere haben wir auch. Dann sollte das ja funktionieren. Perfekt. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir technisch gesehen brauchen. Dann baut das Ganze mal testhalber hier so auf. Hier der Kompressor. Dahinter die Schaltanlage. Dann der komische Kompressor. Und jetzt das alles mit Drähten verbinden. War das jetzt so? Nein, so war das nicht, sondern das musste da drüber gehen. Also, upsala. Das heißt also so. Nee, geht auch nicht. Genau, LV-Generator hat kein Netzwerk. Und das nimmt man dann. Das Ding stellt quasi das Netzwerk. Heißt, der muss der auf dem Kabel drauf oder was? Gesagt, ich habe nur einmal ganz kurz mit hiermit experimentiert, da weißt du so die Grundlagen, aber mehr halt auch nicht. Okay, muss er da drauf. So, sehr schön. Jawohl, ist doch geil.
Ja, das hier ist eine funktionierende Anlage. Stromversorgung, Stromumwandlung und Stromverbrauch. Wenn man jetzt mehr braucht, als man generiert, kann man auch noch zum Puffer Batterien verwenden. Brauchen wir aber noch nicht, weil Batterien dürften wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wir können aber ganz kurz gucken. LV-Batteriebox. Okay, das hier geht. Sulfatstoff. Also es ist eigentlich super preiswert. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stutzig macht, ist Sulfatstaub. Haben wir Sulfat? Nee, ne? Wie zur Hölle bekommt man denn Sulfatstaub? Nur durch Sulfat. Grinding. Ja, und sowas haben wir noch nicht. Ja, das heißt, Batterien können wir uns auch noch gar nicht bauen. Aber das hier ist, wie gesagt, eine komplett funktionierende Techniksanlage. Bewundert es. So, hier muss jetzt Kohle rein. Was kommt denn da raus? Ah nee, halt, das ist der Kompressor. Das hier ist der Generator. Genau. LV-Kompressor ist bereit. Naja, bereit mehr oder weniger. Der hat halt gerade jetzt gerade keine Last. Also braucht er auch keinen Strom. Wenn ich jetzt hier was reinpacken würde, zum Beispiel unser schönes Sand. Silbersand, genau. Dann würde jetzt kommen mit LV hat keine Stromversorgung. Ja, doch, eine Stromversorgung hat er schon. Die ist noch nicht an. Die ist noch nicht aktiv. Die ist noch nicht bereit. So, das heißt, müssen wir da Kohle reinmachen. Wir hatten doch Kohle dabei. Habe ich jetzt komplett rausgepackt? Bin ich bescheuert? So, dann machen wir hier erstmal ein rein. Ich will mal gucken, wie effektiv die Anlage ist. 92, 90, 79. Okay. Okay. Ah. Wait a minute. Ach, weil wir mehr verbrauchen, als wir mehr was? Mehr brauchen, als wir haben, macht der hier einfach gar nichts. Ja, danke dafür. Das heißt, jetzt gerade verschwenden wir eine Kohle. Ah, gut. Das heißt, ich bräuchte hier von zwei. Oder eine Batterie. Aber wie gesagt, mit der Batterie können wir puffern, ne? Oh Gott, Legierungsofen, LV-Kohlegenerator. Ich meine, das Ding ist ja an sich nicht teuer. Von daher, komm, leck mich am Arsch. Dann machen wir es nochmal ein. Dann machen wir halt nochmal ein. Ist ja jetzt auch nicht die Welt. So. By the way, können wir das Ding auch mit Gras befeuern? Oder, also, dürften wir können. Werden wir einfach mal probieren. Weil probieren geht über studieren. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Genau, bauen wir jetzt noch so einen Ofen. Dann haben wir 400. Und ja, dann sollte das so funktionieren. Weil man kann an einem Netz. Denke ich jetzt, also soweit ich weiß, beliebig viele Stromquellen und Verbraucher anschließen. Das heißt, die Adern dürften wahrscheinlich nicht in dem Sinne überlasten. Zumindest in meiner Testanlage hatte ich halt relativ viel Power, hatte ich ja gezeigt gehabt, meine kleine Anlage. Ja gut, okay, ich meine, so groß waren meine Anlagen jetzt bisher nicht, von daher. Kann durchaus sein, dass wenn man wirklich sehr große Anlagen baut, dass dann diese kleinen Dinger auch sowas wie eine, ja, Belastungsgrenze haben. Weiß ich nicht, wie das hier gehandhabt wird. Weil technisch gesehen wäre das möglich. Oder dass die Dinger hier einen Maximalwert haben, den sie verarbeiten können oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, wir brauchen noch einen Ofen. Ofen. Alles. Hat nicht funktioniert. Achso, wir brauchen noch einen Ofen. Wir brauchen noch einen klassischen Ofen. Da war ja was. Perfekt. So, jetzt können wir den entweder einfach so hier anschließen. Dann haben wir direkt beide angeschlossen. Ja, genau, machen wir einfach so. So, jetzt haben wir 300. Ach so, weil der die ganze Zeit zieht. Ah, okay. So, und jetzt füttern wir einfach beide mit Blätter. Ach komm. Da rein und da rein. Und jetzt haben wir, genau, 400 verfügbar, 300 brauchen wir und schon ist der Ofen aktiv. Geilo Mato.
Okay, das ist geil. Silberlandstein, yay. Unser Gerät. Aber wie gesagt, wir haben jetzt leider auch eine Freunde. Hä, warum? Warum? Connecten die? Also gerade eben waren die doch connected. Warum deconnecten die immer von der Grafik her? Weil aktiv sind sie. Und gerade eben waren die auch connected, aber. Ich meine, funktionieren tut's. Das heißt, intern sind sie wahrscheinlich noch connected. Es wird hier nur der falsche Block irgendwie angezeigt dafür. Sehr seltsam. So, was mich jetzt die nächste Frage ist, wenn der hier irgendwann fertig ist. Ach ja, aus 2 wird der 1. Wir brauchen also definitiv noch mehr Silberland. So, die Frage ist nämlich jetzt, wenn der hier keine Last mehr zieht, sind dann die, die Dinger hier immer noch aktiv? Die Mann, 300. Der wird müsste gleich auf 0 runterfallen, ne? Genau, bam. Und jetzt gehen die Dinger jetzt automatisch aus? Nee. Das heißt, die generieren endlos. Ja, schöne Scheiße. Das heißt, ich kann die hier nicht einfach so. Die werde ich nicht einfach drinnen lassen, so wie bei den Öfen. Ne? Da kann ich einfach drinnen reinpacken und solange wie sie gebraucht werden, werden sie verwendet und die ist einfach dauerhaft aktiv. Das ist ja langweilig. Hey, jetzt ist wieder verbunden. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Okay, das heißt, mit dem Befüllen können wir nicht einfach drin gelagert lassen, sondern das müssen wir dann immer nach Bedarf befüllen, sag ich jetzt mal. Aber an sich, wie man sieht, die Anlage funktioniert. Yay, wir haben Silbersandstein. So, das heißt, dann bauen wir in der nächsten Folge tatsächlich erstmal einen Keller, damit wir dann im Keller eine richtige Technics-Anlage bauen können. Das macht, denke ich, Sinn. So, das heißt, dafür brauche ich erstmal die Axt, um das Ganze wieder abzubauen hier. Und jetzt kommt's, man kann nichts abbauen und es geht alles verloren. Was ist das so langsam, ey? Klar, weil sowas auch mit einer Axt schneller geht als mit. Sehr gut jetzt. Ja. Okay, wie gesagt, nächste Folge dann erstmal hier unten bauen. Muss ich dann gucken, wo wir den Abstieg bauen. Vielleicht einfach hier so, beziehungsweise hier ein bisschen reingehen. Können wir eigentlich so lieber die hier wegnehmen und dann hier runtergehen. Andererseits wollte ich halt im Keller genau an diese Wand und unten die ganzen Geräte ranbauen. Das heißt, der Eingang wäre dann auf der Seite besser. Am besten wäre es eigentlich so von Optik her hier in der Ecke. Dann müsste ich aber die Kiste nach links verschieben um 1. Was natürlich per se kein Problem wäre. Oder stell die Kiste hier hin. Das würde optisch am ehesten wirken. Ja, gut, hier mache ich auf jeden Fall die Dinger wieder hin. Das kannst du ja so nicht lassen. Das heißt, dann würden wir die Kiste mal ausleeren, die Kiste dann hier hinstellen und dann, ja, gucken wir mal. Habe ich noch ein paar Kisten? Ja, sehr schön. So ungefähr dann. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, bis morgen.